Der große Härtetest 2020, ja, nach Corona am 30. Mai 2020. Der neue Forester, ein E-Hybrid, das heißt kein Plug-in, sondern mit einer Hochvoltbatterie, der beim Fahren aufgeladen wird. Und wir machen heute mal den ultimativen Test. Wir werden alle Räder blockieren, bis auf eins. Genau. Der E-Boxer ist ja das neue Modell von Subaru. Der Allradantrieb, der ist altbewährt. Und jetzt wollen wir mal die Kombination aus Mild-Hybrid-Fahrzeug und Allradtechnik zeigen. Und da man so schlecht im Gelände das immer so simulieren kann, haben wir jetzt hier mal so einen Versuchsaufbau gemacht. Wir haben also hier so eine Rollen. Bahn gebaut. Muss dazu sagen, das hast du vorher besorgt aus eBay. Genau, das war mal von der Bundeswehr so ein Ding. Habe ich umgebaut zu drei solcher Rollen. Die werden wir jetzt nacheinander unter die Räder bringen. Sodass also Sinn ist, die haben dann keine Traktion mehr. Genau, die haben dann keine Traktion. Und man sieht ja auch hier ist das Anfahrbrett ist etwas höher, dass es leicht reingeht, aber hier ist es etwas tiefer, dass es halt schwer rausgeht. Mhm. Na, das heißt, er muss hier diese durchdrehenden Räder, die sind einfach da, der kann hier keinen Grip aufbauen. Mhm. Also muss das Rad oder die Räder, die noch auf dem Boden sind, die müssen die Arbeit machen. Und okay, das heißt, wenn du jetzt alle vier reinmachen würdest, käme der nicht mehr raus? Nee, mit vier sowieso nicht. Mit drei wird es schon schwierig. Dann braucht man halt so ein spezielles Allradsystem mit X-Mode und Traktionskontrolle ausschalten und dann schafft das der Subaru locker. Mhm. Ja, du hast sogar noch eine Steigerung eingebaut. Du hast hier so einen Haufen hinten dran. Genau, das ist so ein Wohnwagen, der hat mal so 1150 Kilo Leergewicht. Den hängen wir dann nachher mal noch zusätzlich dran. Genau, der hat nämlich eine Anhängerkupplung. Genau. Damit es, ich sag mal so, So wäre es ja auch einfach, ja. Wenn wir jetzt sagen würden, hey, der hat ein Rad, der kommt dann raus. Aber wenn wir da mal so 11 Kilo hinten dranhängen, da wird es schon nicht mehr so einfach. Ja, wir haben ja nicht nur ein Rad in der Luft oder durchdrehen, sondern wir haben ja jetzt im ersten Versuchsaufbau schon mal zwei. Ach so, und zwar diagonal. Und diagonal ist ja schon, das sagt dir schon ein bisschen was. Ja, da braucht man schon ein bisschen Sperrwirkung des Allradsystems. Und wenn ich die nicht habe, da komme ich dann nicht mehr raus. Jetzt mal die stehen ja auch ein bisschen höher auf dem Rollenstand, oder? Ja, der steht ein bisschen höher, das heißt, das Rad, das auf dem Boden ist, muss ausfedern. Aber wir haben ja so einen Federweg von 10 cm, haben wir ja immer. Das packt er. Das müsst ihr packen, ja. So, dann fahren wir hoch. Ja. Mal gucken. Ist ja witzig. Ein Rollenprüfstand. Nee, kein Rollenprüfstand, sondern... Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. So, jetzt erzähl mal. So, jetzt haben wir ja diagonal verschränkt. Das heißt, wenn ich jetzt, müsste das Rad eigentlich schon durchdrehen. Ja, mach mal. Ja, tut's auch. Und auch hinten links, das dreht sich durch. Hinten links, warte, ich komme mal da hin. Jo. So, wenn ich jetzt, warte mal kurz. Ja. Jetzt haben wir ja die Situation. Jetzt haben wir die Situation, sagt er. Das nur noch das vordere linke oder das innere rechte Rad oder die beiden in Kombination uns hier aus der Situation rausbringen. Das heißt, ich halte jetzt die Traktionskontrolle weg und schon bin ich raus. Nochmal, du hast jetzt was gemacht? Ich habe jetzt nur die Traktionskontrolle abgeschaltet und dann bin ich rausgefahren. Die ist wo, die Taste? Die Traktionskontrolle ist hier. Mach mal auf, dann zeige ich das mal gerade. Das heißt, einfach draufdrücken, dann fährt er raus. Genau. Dann ist die Traktionskontrolle abgeschaltet und dann, wie soll ich sagen, wird das Durchdrehen der Räder halt unterdrückt und die Kraft wird wieder ins Rad freigegeben. Elektrisch geht das? Elektrisch, elektronisch gesteuert. Elektronisch gesteuert, ja genau. Wenn du nochmal kurz zurückfährst, wir zeigen das gleich mal mit einem anderen Auto. Wir haben nämlich noch ein Auto geholt, ein ganz tolles Auto, was kein Subaru ist. Das heißt, du fährst einfach drauf, die drehen jetzt durch. Genau, das ist das gleiche nochmal. Ich lasse jetzt mal alle Fahrhilfen weg. Ja. So, alle Fahrhilfen sind weg. Jetzt wird es auch hier schwer. Es wird schwierig. Jetzt schalte ich den Traktionskontrolle. So, die Traktionskontrolle wird ausgeschaltet und X-Mode ist an und Feierabend. Und dann gehe ich dann raus. Krass. So, das heißt, du hast da überhaupt nichts davon gemerkt, oder? Du fährst einfach weiter. Ja, man gibt einfach kontinuierlich ein bisschen Gas, nicht zu viel. Und dann merkt man, wie der Druck im Getriebe sich aufbaut. Die Kraft wird an die Räder weitergeleitet, die Traktion haben. Und dann bringen die das Auto halt in Bewegung. Das geht auch mit dem XV? Das geht genauso mit dem XV auch, ja. Selbst mit dem 1.6er. Mit dem 1.6er, würdest du auch kennen. So, jetzt machen wir es ein bisschen schwieriger. Ja. Mal gucken, was er macht. Ein Rad, oder was? Nee, normal ist drei, aber ich fahre erstmal hinten drei. Ran. Er fährt hinten ran. Achso, da stellst du die beiden vorne dran. Ja. Okay.
So, das ist der Aufbau. Also ein Rad ist schon da. Was man nicht alles macht, um zu zeigen, dass so ein Subaru überall hinkommt. Cool. So, und damit es auch wirklich so ist, ich geh gleich mal drum rum wie so ein Zaubertrick. Er fährt drauf. Ja, steht drauf. Genau, er fährt. So, und auf der anderen Seite haben wir... Fahr mal. Das ist unglaublich, der fährt einfach raus. Das ist halt der Unterschied. Ja? Fahr nochmal drauf. Das ging fast zu schnell. Ist ja schon fast langweilig. So. Nur noch das vordere linke Rad ist auf dem Boden und der Rest dreht durch. Da spielt auch keine Rolle, welches Rad wir nehmen würden. Das ist egal. Das ist egal. Wir können auch die Vorderachse durchdrehen lassen und eins der Hinterräder Traktion bringen lassen. Auch das funktioniert. Das funktioniert. Also steht jetzt machen wir es richtig. Ja. Jetzt hängen wir mal einen Wohnwagen dran. Der Michael hat Kraft. Gut, er ist auch Kfz-Meister. So, ich helfe dir mal ein bisschen. So. Da ist er. So, ein bisschen ablassen. Macht einmal Klack. Will noch nicht. Ah, wir kriegen das schon hin. Der gute Bürstner Ventana. Will er nicht? Sonst einfach mal ein Stück vorfahren. Rad mal hoch. So willst du, dann nehme ich Gewalt. Ich habe ja selber einen Wohnwagen. Pragmatisch. So, jetzt steht der wirklich, ich zeig's nochmal. Weil ansonsten hätte ja mal kurz irgendjemand die wegnehmen können. Wenn du mal kurz wartest. Ja. Warte, ich zeig mal gerade. Also er steht jetzt hier auf zweimal Roll. Dann hier vorne steht er. Bitteschön. Nee, ich habe keine Fragen mehr. Wahnsinn, oder? Das ist gut. Jetzt hat er wahrscheinlich eine Rückfahrbremse, oder? Ja klar, aber das ist kein Problem. Ich hänge den jetzt ab. Genau, hängst du ihn ab und jetzt machen wir mal einen zweiten Test. Jetzt nehmen wir mal einen Toyota. Genau. Du hast zufällig einen Toyota in Zahlung genommen, der ist gerade auf Probefahrt. Wir hoffen, dass die Kunden da nicht zu sehr schockiert werden. Gut, das müssen die dann entscheiden. Aber tolles Auto, muss man dazu absolut sagen. Absolut. Ich finde Toyota Hybridtechnik sowieso die beste ausgereifte, die es gibt. Nach unserer natürlich. Und, aber was Allradtechnik angeht, da haben wir doch schon, glaube ich, ein Stück. Hat schon Vorteile, der Toyota, auch mit der Allradtechnik jetzt. Aber ich sag mal, mit einem Rad werden wir gleich mal zeigen. Also, dass genau, wir das mal sehen. Er macht den mal ab. Jetzt hoffe ich, dass du nochmal aufkriegst. Der Profi, warte, ich helfe dir mal ein bisschen, dass er nicht zurückrollt. Jetzt kriegst du nicht mehr raus. Doch, er kommt. So, schieben wir mal ein bisschen zurück. Anhängelast 2070 Kilogramm, das ist neu, oder? Ja, wir haben also bis 12% Steigung 1870 Kilo und haben jetzt die Auflastung bekommen auf 2070 Kilo bis 8% Steigung. Ja, wir brauchen noch ein CO2-Blatt, wenn du eins hast. Ja. Wenn du es mal kurz holst, so das mal zeigen. Ja, gut, kannst du ruhig drinnen holen. Machen wir gleich. So, ich fahre den mal weg. Ja, fahr den mal weg. Und dann zeigen wir gleich mal, wir haben nämlich einen Toyota Hybrid. Der hat nämlich hier vorne ein blaues Logo mit drauf und ist auch Allrad. Wir machen jetzt mal einen Test mit dem Auto. Aber es ist auch ein gemeiner Test, Sie können auch gerne dabei bleiben. Sie haben ja Interesse an dem Auto, Sie werden ihn hoffentlich anschließend kaufen. Sie kommen nicht aufs Bild. Nee, wir werden jetzt mal drei Räder durchdrehen lassen und mal gucken, ob er rauskommt mit dem vierten Rad. Der Subaru hat es gerade gepackt.
Fährt jetzt auch elektrisch. So, wenn du mal kurz die CO2 reinhältst, das sind die Emissionen vom Forester. Er hat 1767 Kilogramm mit 6,7 Liter kombiniert und hat eine CO2-Effizienzklasse von B, sprich 154 Gramm pro Kilometer. Vielen Dank. Bitte. Das ist auch schon gerade gezeigt. Und da ist der Prüfstand. Wir machen jetzt den gleichen Aufbau wie beim Forester. Warte mal. Diagonal, ja? Genau, wenn du kurz zeigst. Also diagonal. Diagonal. Und also erstmal mit zwei Rädern. Mit zwei Rädern, diagonal, ja. So, mal gucken, ob er da rauskommt. Kein doppelter Boden. Der hat Allrad, richtig? Das sehen wir ja gleich. Genau. Wenn sie nämlich vorne und hinten durchdreht. So, steht drauf. Fahr mal an. Ja, hinten passiert gar nichts. Ja, ich habe Vollgas, sonst passiert noch nichts. Jetzt, ich muss die Traktionskontrolle schon abschalten, dass das überhaupt... Jetzt sieht man es, ne? Ja. Wie lange hast du Zeit? Ich kann jetzt hier die Reife abfahren, der kommt hier nicht raus. Ich muss jetzt nach alter Vatersitte das Ding rausschaukeln. Rausschaukeln. Nach alter Vatersitte. Einmal drücken bitte, er kommt nicht raus. Wow! Gut, der Mann hat Stahlkappe an, kann nichts passieren. Ja gut, ich denke mal, wir brauchen jetzt nicht das dritte Rad blockieren. Nee, ne? Das kann man schenken, das wollte ich damit sagen. Also du riechst den Gummigeruch der durchdrehenden Räder. Also der hat richtig gearbeitet und hat es nicht geschafft. Jetzt nochmal, die Problematik ist die fehlende Elektronik. Die haben halt diesen Fall nicht bedacht. Das ist ein völlig anderes Allradkonzept als bei Subaru. Also nur wo 4x4 draufsteht, ist nicht unbedingt immer das Gleiche drin. Und das wollte ich damit eigentlich nochmal demonstrieren. Hast du gut gemacht. Danke. So. Man sollte allerdings bei diesen Tests nicht gerade hinterm Auto stehen, aber es ist nichts passiert. Ja genau. Wir hatten das die Woche schon probiert, aber dass es so wegfliegt, das hat man noch nicht. Ich hatte jetzt auch ein bisschen mehr aufs Gaspedal gedrückt, weil ich dachte, ich kriege noch raus, aber genau. War leider nicht der Fall. Ja, ist nicht so schlimm, aber es war ein sehr beeindruckender Test. Du hast jetzt alles rausgemacht, was ging. Ja, genau. Der hat ja nur eine Traktionskontrolle. Der hat halt keinen X-Mode oder ähnliche Abstimmungsfeinheiten. Aber mit abgeschalteter Traktionskontrolle, das ist das Maximale, was dieser Hybrid halt kann. Wir sprechen ja hier, ich sag mal, über Betriebszustände, die wirklich passieren können. Also wenn ich jetzt im Wald bin und habe drei durchdrehende Räder, das ist gar nicht so selten. Genau. Und wenn ich jetzt den Grund des Kunden hier angebe, dann war das genau der. Der war Holz machen und kam nicht mehr weg. Und es gibt auch, wie eben simuliert, diese Caravaner, die oft auch mal auf eine Wiese fahren. Wiese, kenne ich. Da regnet es nachts und morgens geht nichts mehr. Ist mir schon passiert. Ja. Also habe ich dann versucht, Frontantrieb Peugeot überhaupt noch rauszuziehen. Ich muss den Mova dazuschalten, genau. Also den Antrieb vom Wohnwagen, damit ich überhaupt noch rauskam. So ist es. Und deshalb, ich wollte einfach nur zeigen, dass man, wenn man sich überlegt, ein Allradauto zu kaufen, dass man dann auch sich wirklich die Technik angucken soll. Ne? Und das würde jetzt auch mit dem XV genauso gehen, das spielt keine Rolle. Genauso, ich kann das auch noch gerne machen, wenn wir die Zeit noch haben, mache ich das noch. Ja, mach mal. Also XV ist interessant. Also vielleicht nochmal zur Ehrenrettung, tolles Auto, Toyota. Es ging jetzt nicht darum zu zeigen, ist das Auto schlecht? Ganz und gar nicht. Wie gesagt, Hybridtechnik finde ich von Toyota klasse. Auch die Allrad würde auch funktionieren unter normalen Bedingungen, ich sag mal Eis und Schnee. Ja, also es hilft natürlich besser wie kein Allrad, aber es ist halt nicht der Allrad, der einen aus einer brenzlichen Situation rausbringt. Okay, ja. Verstanden. So, jetzt haben wir den XV, mit dem wir eben gefahren sind. Genau, CO2 haben wir drin, gell? Ja, der hat man schon gezeigt.
zeigen. Haben wir schon gezeigt. Wir müssen noch einmal kurz zeigen, wegen dem. Aber die liegen ja hier. Genau. Dass wir einmal kurz die Werte zeigen. Da ist er. Ist ein Hybrid und hat CO2-Effizienz B. 6,5 Liter auf 100 Kilometer. Gut, bitteschön. Walter deines Amtes im XV 2020 Hybrid. Aber du hast die Videos ja im Internet gesehen. Das Internet ist ja voll mit solchen Videos. Die fahren sogar Rampen hoch und so weiter. Ja, ja. Aber das hier zeigt eigentlich schon, worum es eigentlich hauptsächlich geht. Genau. Ich will einfach nur zeigen, dass selbst in einer Extremsituation, die halt immer mal passieren kann, es mit unserem Allradsystem weitergeht. Mhm. Ja, und die, ich sag mal so, genau wie wir das hier simulieren, ist es im Gelände ja sowieso nie. Aber es zeigt einfach mal den Unterschied zwischen, man zeigt einfach mal visuell, sauber dargestellt, was es bedeutet, wenn drei Räder durchdrehen, dass dann das letzte verbliebene Rad einfach noch seine Arbeit tut. Ne? Hast du gut gemacht, die Einrichtung. Ja. Die wiegt ein bisschen was, oder? Ja, ja, Bundeswehr. Das ist Bundeswehr. Panzer draufgefahren. Und da ist jetzt das gleiche in Grün. Gleich in Grün? Ja. Bei dem Toyota haben wir hier jetzt natürlich schon drei Räder, die durchdrehen. Also ja. Wir gehen gleich ins Maximale. Ne? Bisschen schwieriger, drei Räder. So, warte mal kurz, ich komme mal kurz auf die andere Seite, dass man es mal sieht. Er dreht durch. So, jetzt im Moment, es geht schon. War jetzt mit X-Mode oder ohne? Das war jetzt mit X-Mode. Mit X-Mode. Ohne X-Mode kommt er da auch nicht raus. Mach mal ohne. Ja. Das wollen wir mal zeigen. So, ist drauf. Warte mal kurz, ich zeig mal. Dass er vorne auch mal sieht. Und bitteschön. Das ist jetzt ohne. Ohne X-Mode, ohne Traktionskontrolle. Ohne Traktionskontrolle, ohne X-Mode. Keine Chance. Oder käme so langsam. Warte, ich zeig mal gerade vorne. So, und jetzt kommt. Jetzt schalte ich mal erst nur die Traktionskontrolle. So, die Traktionskontrolle wird abgeschaltet. Er will, aber. Ja, das war jetzt nur die Traktionskontrolle. Ohne X-Mode. Und X-Mode? X-Mode könnte jetzt noch eine Stufe schlimmer sein. Das heißt, wir können den Test jetzt auch am Berg anmachen oder so. Dann wird das mit dem X-Mode. Also da unten nur. Das war ja eben auch schon. Es war ja so langweilig. Du gibst Gas, als wären gar keine Rollenstände unter. So ist es, ja. Und wie gesagt, wir können jetzt egal welches Rad freistellen, das auf dem Boden ist, es wird immer genauso ablaufen. Cool. Danke. Wir steigen mal aus. So, wir brauchen noch CO2. Von dem Auto haben wir gezeigt, gell? Genau, haben wir gezeigt. Ja, gibt nämlich jetzt gerade eine Aktion. Wir drehen jetzt am 30. Mai 2020. Gibt es einen Bonus jetzt für die, zum Beispiel für diese Ausstattungsvariante? Genau, für diese Ausstattungsvariante gibt es 4.000 Euro als Entdeckerprämie, so nennt sich das. Und dann packen wir noch einen kleinen Rabatt oben drauf. Und wir haben sogar noch die Möglichkeit, wer bis 30.06. sich entscheidet, einen der verfügbaren Fahrzeuge zu kaufen, der bekommt obendrauf noch einen Satz Winterkompletträder im Wert von 1.300 Euro. Dabei. Zusätzlich, ja. So, jetzt darfst du ein bisschen Werbung machen. Du bist Kfz-Meister? Ich bin Kfz-Meister, seit 1990 schon, ansässig in Saarbrücken, Auto Sauer. So, Auto Sauer. Und du machst diese Videos aus Überzeugung, weil du Subaru, du machst seit 30 Jahren Subaru, weil die Autos sind einfach gut. Genau, ich mache seit 27 Jahren Subaru, genau, so lang ist es jetzt. Und ich bin totaler überzeugter Fan dieser Technik und dieser Autos. Und ich finde die Möglichkeit, diese Videos zu machen, ist einfach so klasse. Weil du magst auch Toyota, also das war jetzt nicht böse. Ich hatte es ja schon zweimal gesagt. Ne? Ja, Toyota, nicht, dass einer kommt und sagt, der macht nur die Toyota. Nee, das mache ich nicht. Ich nehme auch gerne ihren Toyota zurück und verkaufe ihn. Spielt aber keine Rolle. Wäre jetzt egal, was da steht, Volkswagen, da gibt es auch Videos im Internet, die haben es auch nicht gepackt. Also es gibt, ich habe jetzt hier noch einen Opel Mokka zum Beispiel, der schafft es auch nicht. Ich habe den X3, der schafft das.
Der X3 schafft das. Der X3 schafft das, allerdings auch nur mit allen Mitteln, die er so hat. Ja. Mit dem Wohnwagen habe ich den nicht probiert, weil er keine Anhängekupplung hat. Wenn ich jetzt so einen alten manuellen hätte, wie zum Beispiel einen Land Rover, da wäre es mit Sperren möglich oder wie? Also wer eine Sperre hat, wer eine zwischen Vorder- und Hinterachse eine Sperre hat, der kommt da immer raus. Okay. Das sind halt die echten Geländewagen, da fehlt es aber dann nachher am Komfort beim Fahren. Ja, das hat mein Wohnmobil, hat so eine Hinterachssperre. Ja, die sperrt aber nur rechts und links das Rad, genau. Und nicht Vorder- und Hinterachse. Stimmt, ja. Und das ist halt dann wieder das... Er hat ja eh nur zwei Achsen. Eine Achse. Das wird dich dann weiterbringen, wenn du vorne links und hinten links die Rollen drunter machst. Und dann sperrt die Hinterachse und das rechte hintere Rad bringt dich dann raus. Ja, du hast so viele Autos, dass du sie sogar verkaufst. Das heißt, du bist in Saarbrücken wo? In der Gersweiler Straße 41 in Altsaarbrücken. Dort sind wir ansässig und ich würde mich freuen... Genau, die Kunden kommen ja aus ganz Europa zu dir mittlerweile, also wirklich ja. Belgien, Holland. Da ist ja gerade jemand aus Holland da. Genau, aus Holland da. Ja, genau, der hat sich auch für einen Gebrauchten jetzt interessiert, aber auch einen XV und macht den weiten Weg hierher, um sich das Auto hier anzugucken. Ich war jetzt gerade Zeuge dieses Videos, ich denke, das hilft mir beim Verkaufen. Danke, tschüss, Michael. Tschüss. Ciao.